Ja, moin, Servus. Schon wieder zum Landwirtschaftssimulator 22, noch frisch Marsch. Ja, ich glaube, der Klaas da hinten braucht dringend einen Abfahrer. Das machen wir schnell selber. Ja, unser nächstes Dinkelfeld. In dem anderen noch ein Weizenfeld und da hinten, ich glaube, noch ein Dinkelfeld in der Ecke, ne? Muss ich mal gucken. Also, das ist sowieso schon die Lücke gedrischt, noch nicht. Hin, dass wir mit dem Klaas Drescher dann voll sein dürften. Dann haben wir noch zwei weitere Abfahrer. Oben die Weizenabfahrer, die sind wieder raus, aber das funktioniert, die Weizenernte auf Feld 11-12. Das ist die Mehlproduktion wird beliefert und die Malzproduktion wird beliefert. Natürlich dauert es immer ein bisschen, bis sie wieder da sind, aber es ist so. So, der Graben hier ist mit Vorsicht zu genießen. Das Abladerohr hängt ziemlich weit über den Graben. Weiß nicht, ob das funktioniert oder ob wir warten müssen, bis er eine Lücke macht. Mal gucken. Geht, glaube ich, gerade so. Oder auch nicht. Ich würde nur ein bisschen was abbuggern würde, aber ich glaube, er hängt zu tief. Und jetzt. Wir würden uns weit in den Graben lotsen. Gefährliches Abfahren ist das hier. Dass es schwungvoll hier rauskommt, ne? Gefahrenzulage. Ja, der Drescher war doch auch kaputt. Ein Drescher vorne kaputt, Schneider kaputt. Beides zusammen. Schwan hat den Kurs verlassen und wurde gestoppt. Ja, ich hole jetzt erst noch mal weitere Abfahrer. Guck mal, da steht nämlich, jetzt haben wir auch gar kein Aktiver drin. Auf Feld 71 einstellen. Kreuz ist auch noch nicht besonders weit gekommen. Müssen wir gucken, was der Sparer macht. Ja, kann schnell teuer werden. Ups, so, bremsen. So, jetzt ist der schon mal hier. Der ist gerade auf passender Höhe jetzt. Dann können wir den letzten nochmal die letzten 3.000, 4.000 Liter hier reinbuggern. So, nächste Saison müssen wir überlegen, ob wir die beiden Felder hier auch mal zusammenlegen. Ne? Jetzt gehört uns das ja alles. Ich meine, das Senffeld hier nebenan mit dem Dinkelfeld, da kann man schon ein schönes Feld draus machen. Eigentlich mir zu riskant hier mit dem jetzt so.
Kann man besser hier über das andere Feld abdampfen. Einen haben wir noch. Dann nochmal schnell rüberfahren. Nix. Spricht nicht so viel gegen. Jetzt haben wir gerade den Kurs verlassen. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wo Ups war, ne? Also da vorne scheint der links 1 zu sein, da muss er eigentlich rechts 1 sein. Können wir den hier ansetzen, denke ich. Vielleicht wollte er ja auch hier hin. Und der andere fährt ja so um gerade und ist dann links 1, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Dann hätte ich nochmal rechts. Vielleicht kann sein, dass nachher diese eine Reihe übrig bleibt, die jetzt zwischen denen ist. Also nicht zwischen denen, sondern die außen ist. Aber das ist ja auch eine Rechtsbahn. Trotzdem, die Schwattmeer kommt gut voran. 40 Minuten noch, dann ist der komplette Raps auf Schwatt gelegt. Können wir dann beim nächsten Mal ernten. Oh, das sieht ja auch nicht so gut aus daneben an gerade. Also der ist fertig mit Mulchen. So kriegt hier mit der Fabrik nichts. Aber die Drescher haben auch schön geschafft. Sieht doch gut aus. Das ist ja. Schaut mir unlogisch. Gehen hier wieder alle, was das Zeug hält oder was? Hab's auch Schwatt legen. Hab ich schon häufiger. So, mehr Ertrag. Und in Real Life machen wir das auch. Für bessere Trocknungsverhältnisse, bessere Ernteergebnisse. Gleichmäßig abtrocknet. Weil Raps auch ein ziemlich dichtes Geflecht ist und ansonsten unten immer schwer, glaube ich, genug Sonne und Luft rankommt. Sieht aber schon eine Lücke gerade. Und weil die Schwatten ja schöne Mäher sind, ne?
mal Black Forest. Nee, wird mit Drescher eingesammelt. Die Drescher haben aber vorne so ein Pickup. So wie du es kennst vom Häcksler halt, der Grasschwatt aufsammelt. Vergleichbar halt vom Mähdrescher. Die sammeln dann den Schwatt wieder auf und dann wird Raps draus. Dann wird das ausgedroschen. Und kommt aber erst beim nächsten Mal. Also im heutigen Stream kommen wir dann nicht mehr zu. Aber im nächsten Stream, Donnerstagabend, geht es dann hier wieder weiter, logischerweise. Und ich denke, dass wir dann. Ja, obwohl. Also, ja, muss man mal gucken, wenn ich jetzt Weizen komplett durchziehe und Dinkel und Tritikal und was auch immer, dann schaffen wir es ja beim nächsten Mal nicht, ne? Weil wir noch so viel zu ernten haben. Mal gucken. Ja, dann schicken wir den jetzt einfach los Richtung Mehlfabrik. Jetzt nur 5% gibt es hier von ihm noch. Weg vom Feld, bevor er rückwärts fährt oder irgendwas anderes vorhat. Ja, den Schwung. So, gut. Kann ich jetzt hier noch den Helfer einstellen, in der Hoffnung, dass er es dann hinkriegt in der nächsten Reihe und gut ist. Das funktioniert jetzt. Also mal gucken, ne? Ballenpresse. So drin ist hier irgendwo anders Strohbergungsdings. Da habe ich das letztens deaktiviert, weil irgendwas. Ne, kann ja nicht. Jetzt hätte ich doch die Anhänger nicht drin. Die anderen Beinpressen nicht drin. Müssen natürlich ihre Mietkosten wieder einspielen, ne? Wollen wir mal sehen. Liegt das Schneidwerk da eigentlich so komisch rum? Also mal gucken, wo ich das verkaufen kann, das Zeugs. Wenn wir das jetzt mit dem Anhänger machen. Müssen sie wieder ins Verdienen bringen, ne? Das Geld, was wir jetzt investiert haben für die Beinpressen. Müssen wir schon wieder reinkriegen. Das war Nummer 1. Und der ist der Kleine, der Große steht noch hier. Da. Genau, so
große Überlegung mit Autoreifabfahrern. Brauchen wir eigentlich zwei auf jeden Fall. Das ist ja, die Presse ist ja auch jetzt so gedacht, einer links, einer rechts. Aber auf unterschiedlichen Feldern fahren lassen. Wir könnten einen auf 11, 12 fahren lassen und den anderen dann irgendwie auf 70. Das sind die Pellets, die man macht. Das kannst du aber auch im Stall wird das wieder umgerechnet in Stroh. Faktor 4, glaube ich, war das, ne? Da sprich, wenn du 10.000 von den Pellets da hinbringst, hast du 40.000 Stroh im Stall oder so. Irgendwie so war das. Muss auch nicht funktionieren, ne? Aber ob die Dinger richtig funktionieren, das gucken wir uns ja in der nächsten Folge erstmal an. Ich wollte einmal noch mal gucken. Doch, die Anhänger, glaube ich, können ein bisschen größer sein, oder? Das sieht wahrscheinlich auch nicht was. Geht das nicht mit dem Brandlern? Die Welgeanhänger mal nutzen. Nehmen, aber dann wahrscheinlich lieber so ein, so ein ohne Aufbau. Können wir wieder zurückgeben, ne? Sehen wir klein und kompakt aus. Ich weiß nicht, ob er gut zurechtkommen würde, wenn man da, also wenn man noch einen mit Gelenk und dann ohne, also mit Deichsel, ohne Deichsel. Ja, so kann ich den gut ankoppeln jetzt. Perfekt. Ja, das macht ja nichts. Also an sich macht es nichts. Kommt doch natürlich, wie der Kurs bleibt, passt, ne? Oder der Autodrive. Aber guck mal, der passt ganz gut da runter. Der kann alles, ne? Der kann auch nach hinten abkippen. Ist der eigentlich besser, aber ich fand das blöd wegen diesem hier schrägen.
Immer so einen noch, glaube ich, mit rein. Also ein bisschen mehr Kapazität. Theoretisch doch auch erstmal den Haferdresch. Wir sind gleich fertig auf dem Feld. Jo, passt gleich schon drauf. Danke. Vielleicht bis heute Abend dann wahrscheinlich, ne? Gegen 20 Uhr aber erst, ne? An sich sind wir jetzt recht klein hier, ne? Oh, das. Ah, ne, warte, wir nehmen einfach von dem Case einfach einen hier. Die sind ja nicht so klein. Wir werden eh noch einen dann auch mit Ballenpressen brauchen. Der andere wirkt mir doch ein bisschen zu klein. Dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Dazwischen. Was noch? Ich kann jetzt jedes Mal Verkaufsstellen, Wasserbeladen. Oder ist das verschoben gewesen? Einkauf. Ja, du kostet uns das so viel Zeit, dass wir gar keine Zeit mehr übrig haben. Ne? Vielleicht müssen die Fahrzeuge wieder umgesetzt werden. Also 71 dauert natürlich noch, klar. Die fangen jetzt gerade erst gleich an, in die Bahn zu gehen. Das dauert noch. So würde ich mit drei abfahren. Sind jetzt so gut versorgt, dass das die ganze Zeit laufen sollte. Wenn die sich nicht festfahren, festhängen oder irgendwie die natürlich die wieder abfahrenden Fahrzeuge hier in der Ausfahrt blockieren. Aber gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich denke, dass wir dann zumindest uns noch einmal anschauen, ob das mit den Pellets funktionieren würde. Zur Seite schieben. Wenn das funktioniert, dann holen wir uns noch so ein mit den größeren Anhängern und holen den anderen Case auch noch, ne? Dann hätten wir zwei Case für solche Anhänger, für die Reichsanhänger. Das glaube ich ganz gut. Ja, gucken wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.